Raymond Domenech sitzt auf der Anklagebank. So muss sich der scheidende Fußballnationaltrainer bei der Anhörung vor der französischen Nationalversammlung jedenfalls gefühlt haben. Das Regierungsbündnis UMP hatte den Auftritt bei der WM als nationale Schande empfunden. Das alles war einfach nur traurig. Es hat viele Probleme aufgedeckt. Probleme, die sich lange angedeutet haben. Probleme in Führung und Management. Probleme in der Ansprache an die Mannschaft. Und natürlich Probleme beim Verhalten der Spieler. Das, zumindest bei vielen von ihnen, wirklich schockierend war. Da die gesamte Mannschaft zerstritten war, nehmen einige Domenech aber in Schutz. Im letzten Spiel hat der Domenech sogar den Handschlag mit dem gegnerischen Trainer verweigert. Aber er war einfach mit den Kräften am Ende. Er ist eben auch nur ein Mensch. Nach Meinung der breiten Öffentlichkeit trägt Domenech aber großen Anteil am WM-Desaster. Und die Politik lässt keine Entschuldigung gelten. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist die Aggressivität, die einigen der Presse gegenüber an den Tag gelegt haben. Domenech zum Beispiel sagte dauernd, das waren die Medien. Er klagte, sie haben dies gesagt und das gesagt. Aber ehrlich, die Medien haben nur das gesagt, was gesagt werden musste. Der scheidende Verbandspräsident Escalet erklärte vor dem Ausschuss, man sei bei den Spielern auf eine Mauer des Schweigens gestoßen. Wie das künftig unter Domenechs Nachfolger Laurent Blanc aussehen wird, werden die Franzosen sicher ganz genau verfolgen.